Gibt es ein neues Bravo-Sonderheft. 100 Seiten ist es stark, das gibt es eigentlich nur alle paar Jubeljahre. Und diese Version hier ist wirklich ganz speziell, oder? Ja, denn sie beschäftigt sich mit diesen kleinen, schnuckeligen Jungs hier, mit diesen vielen. Die kannte vor kurzer Zeit eigentlich noch niemand, aber mittlerweile kreischen sich die Mädels die Seele aus dem Leib, wenn sie irgendwo auftauchen. Tokyo Hotel natürlich. Tränen, Hysterie und Massenkreischen der pubertierenden Mädchen. Das alles wegen einer Schülerband aus Magdeburg, Tokyo Hotel. Seit den großen Ferien stürmen die vier Jungs die Charts mit Durch den Monsun. Ich muss durch den Monsun, hinter die Welt. Seitdem stapeln sich bei ihnen schon über 55.000 Liebesbriefe. Vom Start weg bewegen sie solche Massen, dass nun sogar die Bravo ihnen ein 100-seitiges Special-Heft widmet. Szenen, die es das letzte Mal vor 10 Jahren sowie nur bei einer Band gab, den Backstreet Boys. Man ist erstmal ein bisschen sprachlos, würde ich sagen, aber es ist echt ein geiles Gefühl. Ja, so unerwartet irgendwie. Jeder träumt davon, irgendwann mal ein Video auf Viva zu haben und irgendwie seinen Song im Radio zu hören oder wie auch immer. Und das alles haben wir und jetzt noch ein eigenes Heft, so, das ist schon cool. Wenn man sich halt vorstellt, dass jetzt ein Poster, unser Poster bei irgendwem im Zimmer hängt, ist halt geil irgendwie. Alex Gernandt hat die vier Frischlinge im Popgeschäft vor einem Jahr für die Zeitschrift Bravo entdeckt und seitdem begleitet. Selbst er ist beeindruckt von der Massenhysterie. Das gab es noch nie, dass es ein Sonderheft von Bravo gab, innerhalb von 4 Wochen, nachdem eine Band neu rauskam. Aber das zeigt einmal mehr das Phänomen Tokyo Hotel. Ja? Das ist wirklich unglaublich. Die Zwillinge Bill und Tom sind gerade 16 geworden, stark geschminkt, im Rocker-Outfit. Mit Piercings und Tattoos sind sie die Mädchenlieblinge geworden. Bereits seit 4 Jahren macht die Band zusammen Musik. Seit 6 Wochen werden sie nun von euphorischen Mädchen verfolgt, wo sie hinkommen. Dass das auch Schattenseiten hat, müssen sie spätestens auf dem Schulhof erkennen. Bei uns stehen dann irgendwie auch Fans vor der Schule und so. Und von denen kommt dann die Euphorie praktisch. Das ist halt an der falschen Stelle irgendwie, weil es, ja, also wir freuen uns da schon drüber. Also wenn es nach uns ginge, wäre das auch okay. Aber es ist natürlich für den ganzen Schulalltag und so weiter halt nicht gut irgendwie. Also, ja, die anderen, die da zur Schule gehen, also denen schadet das ja nur und so. Und das geht eigentlich den meisten nur auf den Geist. Die Jungs treffen wohl genau in eine Marktlücke. Zum ersten Mal ist eine Boyband so jung, dass sich vor allem Fans um die 13 mit ihr identifizieren können. Auf eine Briefaktion der Bravo sind in kürzester Zeit sogar 55.000 Liebesbriefe eingetroffen. Wir mussten extra Leute anstellen, der Briefträger ist zusammengebrochen förmlich unter der Last. Mittlerweile geht die Euphorie sogar so weit, dass die Mädchen bereits an der Bushaltestelle vor dem Elternhaus der Jungs übernachten, nur um sie einmal zu treffen. Das Album der Jungs, Schrei, hat übrigens schon nach 4 Tagen Goldstatus erreicht. Und